Hallöchen, meine Lieben, grüße dich hier zu meinem neuen Video, zu unserem Vlog. Ja, heute ist der 24. Oktober und Donnerstag, genau. Anna hat sich schon, warum hast du hast ein bisschen schief, aber mach nichts. Anna habe ich angezogen, sehr, sehr schön. Hübsch, hübsch bist du, meine Maus. Nein, aber den Spiegel hast du mir schon wieder dreckig gemacht. Kennt ihr das? Egal wie oft man den putzen. Ja, alles gut. Oh. Haare kämen gleich. Zopf machen. Ich habe meine Haare geglättet und so gemacht. Genau, ein bisschen Haarspray, damit es auch was hält. Und dann habe ich ja so ein Kleidchen an. Knielang. Das, und dann habe ich ja noch meinen Cardigan, weil dann ist mir kalt. So gehe ich zur Arbeit. Also ich bin arbeitsfertig. Dann habe ich den Kinderwagen zum Verschenken geschenkt, zum Verschenken geschenkt, zum Verschenken hingestellt. Ja, bei Vinted lässt er sich nicht verkaufen. Einfach überall zu viel, egal, eBay Kleinanzeige, überall sau viel. Kinderwagen natürlich. Der ist aber, wie gesagt, der ist sowas von guten Schuss. Vor allem die Charlotte ist ja eigentlich neu, ne? Hier nur an einer Seite ist das Metall ganz und an anderer Seite ist etwas Rost. Aber sonst ist das halt, ne, auch gut. Ja, der wird halt verschenkt. Eventuell habe ich da jetzt auch schon einen. Sie meldet sich, ob da jemand braucht, holt dann ab. Genau, und dann. Eigentlich habe ich in den Jacken alles sortiert. Wisst ihr das? Und irgendwie ist trotzdem zu viel. Ja gut, der Wagen ist jetzt einfach ein Bild. Die Tüten muss ich wegräumen. Schuhe muss ich ordnen. Und ja gut, der Wagen bleibt noch. Das ist Roter Kreuz, der Sarg. Ja, und ansonsten müssen wir, muss ich aufräumen. Ich muss alle Schuhe wegräumen. Eigentlich wollte ich diese Schaukel auch weg haben. Aber die Kinder sagen, nein, Mama, lass es noch stehen. Vielleicht noch für den Sommer für Anna. Ja, gleich schimpft Mama mit den Jungs. Okay? Ganz, ganz schlimm. Ja, und ich muss diese Wand jetzt am Wochenende neu machen. Seht ihr das? Ja, man sieht das, ne? Die Anna war kreativ. Da hat sie gemalt. Ja, ne? Aber wir möchten das streichen und so ungefähr in meiner Höhe. Ich bin ja 1,56, gar nicht so viel. Auch wenn ich vielleicht groß wirke, bin ich eher klein. Und ja, so ungefähr meine Größe möchten wir dann bis zu meiner Größe so mit dem Latex machen, weil ständig so dieses Schwarze an den Seiten und so das. Na, man geht ja da dran und die Kinder und so, und das ist immer nicht so gut. Deswegen bin ich froh, dass wir diese Ecke ja mit der Tapete haben. Da sieht man das nicht mehr so, überhaupt gar nicht. Ne? Das ist, da bin ich wirklich so, so froh darüber, dass es so, dass wir das so gemacht haben. Das war auch eine ganz große Katastrophe. Ja, ansonsten, Wäsche läuft. Ich habe Essen gekocht. Jetzt füttere ich die Anna. Ja, und dann gehe ich erstmal arbeiten und nach der Arbeit mache ich noch ein paar wichtige Sachen, weil morgen steht was ganz Großes an. Ja, und das seht ihr dann auch, ja, morgen nicht, aber am Montag wahrscheinlich, weil Samstag und Sonntag ist ja YouTube frei, Xenia, macht keine Vlogs, also Shorts schon. Die sind bei mir ja schon geplant. Eventuell poste ich auch vielleicht poste ich auch einen Short. Oder ich lasse es ganz geheim und mache das erst am Montag, dass ihr das erfahrt. Ja, wir schauen mal. Ne? So, jetzt geht es erstmal essen für die kleine Maus. Ich habe schon mein Knoblauchwasser getrunken. Heute habe ich das anders gemacht. Ich habe das mit der Knoblauchzehe, mit dem Drücker da. Knoblauchpresse habe ich das klein gemacht, klein gedrückt oder fein gedrückt. So lässt sich das super gut runterschlucken. Und
Wie ich auch gesagt habe, ich mache das jeden zweiten Tag. Jeden Tag habe ich noch ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt vertrage. Beim ersten Mal war alles super. Das ist das zweite Mal, dass ich das jetzt einnehme. Dann habe ich gefrühstückt. Ich habe zwei gekochte Kartoffeln. Blende ich euch vielleicht hier ein. Etwas Schafskäse. Warm gemacht in der Mikrowelle und ganz viel Gurken. Gurken, 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 Gurken. Dann muss ich mich auch noch fertig machen. Ich mache mir, glaube ich, gleich jetzt Augenpelz. Weil meine Ringe. Oh, ich habe heute gut geschlafen. Also eigentlich könnte man sagen, ich habe heute gar nicht so schlecht geschlafen. Ja. Ich war früher weg auf jeden Fall als Anna. Und dann habe ich mich auf. So, bin ich so aufgestanden. Ach, sie schläft so. Weißt du, ich war so erschrocken. Ja, weil irgendwann geht man ja voll auf, ne? Und dann haben wir heute, ja, auch mit Leonie um 20 Uhr, 42 Minuten haben wir im Krankenhaus einen MRT-Termin. Da bin ich sehr, sehr glücklich drüber, dass das endlich ans Licht kommt, weil durch MRT, durch dieses Kontrastmittel wird man ja dann auch alles sehen. Und ja, das ist das Wichtigste, dass mein Kind dann noch ein bisschen durchhält. Und ja, dann wird behandelt. Also ich hoffe wirklich nicht, dass es Bandscheibenvorfall ist. Es deutet nämlich alles darauf, dass es Bandscheibenvorfall ist. Und auch mit 17 Jahren kann man tatsächlich plötzlich Bandscheibenvorfall haben. Na, es muss nicht, so wurde ich vom Chirurgen aufgeklärt, es muss nicht unbedingt ein Mensch, so, ich weiß nicht, mit Ü30 sein oder Ü50 oder Ü20, Paar 20, ne? Also muss, kann auch auf jeden Fall, ja, wie es passiert ist und wieso. Oder halt, wie gesagt, eingeklemmter Nerv entzündet. Fragezeichen, ne? Wissen wir nicht. Können wir nur raten. So, bevor jetzt ein Blabla-Video rauskommt, machen wir. Nehme ich euch später noch was mit. So, meine Lieben, ich werde jetzt essen und das ist Anna für Joghurt. Sie hat da ihr Brot noch. Genau, und ich esse jetzt vor der Arbeit. Ich habe jetzt solche Nudeln gekocht und ja, Spinat und Zucchini habe ich gemixt, also ne, aufgekocht mit Sahne und Gewürze und so weiter. Ne? Und das habe ich dann am Ende dazu gegeben. Eine ganz große Pfanne gemacht. Ja, das gönne ich mir jetzt. Piep, 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 guten Appetit. Ja, und dann geht das ab zur Arbeit. Ja, ich habe mich jetzt geschminkt, fertig gemacht, später noch so einen Lippenstift. Und ja, dann geht das. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und später ins Krankenhaus. Ich mag das nicht so im Dunkeln rumfahren. Vor allem, wenn ich nicht weiß, wohin. Und ja, also wir haben Termin in Grevenbruch, Grevenbroich. Ich weiß nicht, wie das sich so richtig ausspricht, wer aus dieser Gegend kommt. Grevenbruch, sagen, glaube ich, die meisten. In dem Elisabeth, irgendwie da Krankenhaus. Ja. Gucken, dass ich Parkplatz bekomme. Die Xenia hat ja wie immer Panik wegen Parkplatz. Deswegen muss man gucken. Ja, aber egal. Für mein Kind fahre ich auch Tausende von Kilometern und egal in welchem Wetter, Tag, Nacht, Mittag, morgens, wann auch immer es sein muss. Ne? Dass es wichtig ist, dass meine Prinzessin gesund wird. Das ist das A und O. Alles andere macht mich nicht glücklich. Das ist jetzt auch nur so, ne? Eigentlich wäre ich. Ja, deswegen sehe ich eigentlich so, ne? Meine Augenringe, ich schlafe nicht, ich weine, ich bin gestresst, ich mache mir Sorgen, kann mich nicht konzentrieren. Ich habe auch auf der Arbeit vorgestern einen Mist gebaut und dem Kind und einem Kunden 5 Euro einfach geschenkt. Habe da auf jeden Fall Mist gebaut. Ja, so schlimm ist es nicht, hat die Kollegin gesagt. Die hat das korrigiert und Buchhaltung angerufen und so weiter. Aber es war so ein Salat, sage ich. Ja, ich kann mich halt nicht. Ne? Ich versuche, ich gebe mir Mühe, ich versuche die ganze Kraft zu sammeln und auch bei der Sache zu sein. Das ist sehr, sehr wichtig, denn es geht hier um Geld in der Kasse oder an der Kasse im Verkauf.
Und das ist schon scheiße, wenn man, sorry für den Ausdruck, aber ist schon halt wirklich scheiße, dass man da, ja, da dürfen solche Fehler nicht passieren. Oh, deswegen bin ich froh, dass ich nur noch heute habe, dass ich 3 Tage nur hatte diese Woche, dass ich heute noch habe und dann habe ich frei über eine Woche, kann diese Sachen erledigen, dann ist Klarheit auch mit meiner Prinzessin, was sie hat und dass man halt ihr helfen kann, behandeln kann und so weiter, dass das dann schon, dann entlastet es mich. Ne? Also ich bin so eine Person, mich belastet das sehr, ich mache mir Sorgen. Na klar, also es geht um die 5 Wochen schon und wie viele Ärzte wir schon abgeklappert haben, das ist einfach unbeschreiblich. Das ist einfach wie ein falscher Film. Deswegen sage ich, ja, ich bin so dankbar, immer wieder wiederhole ich mich, ich weiß, aber so dankbar den Chirurg, dass er uns das so schnell ermöglicht hat, dass er direkt, warum ich einfach nicht direkt an den kam, warum ich nicht direkt so Orthopäde und so ganzen Ärzte durch, hat hier Mist gebracht einfach, ne? Wurde von Gastritis bis sonst was behandelt. Ja, vielleicht hätte es auch so lange nicht, aber vielleicht, ne, kann man jetzt nicht rumraten und sonst was, wie gesagt, abwarten. Ich werde euch auf jeden Fall berichten, natürlich. Ich werde euch später auch vielleicht mitnehmen im Krankenhaus, ein bisschen was. Und dann am Abend irgendwann beende ich das Video. Also es ist eher so ein Blabla-Vlog-Video. Keine Ahnung, ob das ja der richtige Vlog ist. Ja, ist halt, ne? Ist halt so. Aber wir machen das Beste draus. So, jetzt guten Appetit und dann geht's ab zur Arbeit. Oh, meine Lieben, ich habe Feierabend, es ist stockdunkel. Anstatt anzurufen, mein Mann, bin ich ja vorher schon rausgegangen. Er hat aber erst Leonie abgeholt. Jetzt muss ich 15 Minuten warten. 15 Minuten. Aber so schön sieht's aus. So, fix und alle. Meine Locken, die halten heute irgendwie gar nicht, so ein bisschen. Ne? Ja, ich stehe wieder hier bei der Apotheke. Ja, es ist schön windig, aber ich bin eigentlich warm angezogen. Es ist nicht kalt. Ich wäre noch glücklich, wenn mein Mann jetzt gekommen wäre und ich ins Auto steigen kann. Dann bin ich schon sehr, sehr glücklich. Weil das muss jetzt schnell gehen. Ne? Ich muss nach Hause. Esse Kleinigkeit. Mein Magen knurrt richtig. Ich habe sowas von Hunger. Genau, ich habe heute wieder. Also, ich habe gut gegessen. Das ist normal. Einfach nur kleine Portionen. Ja, mein Magen knurrt. Ich habe Hunger. Esse eine schnelle Kleinigkeit. Und dann fahren wir los ins Krankenhaus. MRT machen. Und da bin ich dann auch schon wirklich sehr, sehr glücklich, wenn es soweit ist. Oh, meine Hand irgendwie, habe ich was mit meiner Hand? Also locker, ja. Wir haben jetzt 18.54 Uhr. Ja, ich glaube, mein Mann kommt 19 Uhr. Er braucht noch ein paar Minuten. Er kann ja nicht fliegen mit meinem Auto. Mit seinem Auto. Mit seinem Audi könnte er Gas geben, aber mit meinem könnte er auch, aber ich muss auch tanken, da habe ich nicht mehr viel. Ich glaube, ich habe 170 oder 180. Auf 170 Kilometer nur noch Sprit. Ich muss tanken auf jeden Fall fürs Wochenende, wenn wir nach Holland möchten. Mit der Cousine von meinem Mann. Ja, müssen wir mal schauen, ne? Na gut, ich melde mich dann später, ne? Ich gucke jetzt zu, dass er auf jeden Fall jetzt kommt und mich abholt. Help. Help, help. Ich mag das nicht. Ich mag das nicht, wenn ich alleine bin. Momentan ist auch sehr viel Autos unterwegs. Aber ganz viele junge Menschen geben dann extra Gas hier im Kreisverkehr. Und ja, ne? Oh, das Auto klingt nicht gut. Ja, so schön sieht's aus.
So, das ist mein Abendessen auf die Schnelle. Ein paar Kartoffeln, Schafskäse habe ich warm gemacht und danach Olivenöl und Knobi. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie so erkennen kann. Und Lettersport-Schokolade, ein bisschen Energie tanken. Schon mal, ja klar, Kontrastmittel bekommen. Hm? Machst du Quatsch? Was hast du für einen Zettel mitgenommen? Einfach nur so einen Zettel? Ach so. Ja. Achso, du hast auch Stifte mitgenommen. Hat Mama gar nicht gesehen. Und ein Buch. Ach so, okay. Ach so, siehst du, Mama hat nicht daran gedacht, ne? Und du hast mitgenommen. Ja. Super, super, mein Schatz, super. Dann schön, ja. Mhm. Ja, Mama, muss man auch schon spitzen. Rot, ja, richtig. Hast du richtig gesagt, das ist rot. Напишите на канал. Ja, das muss man auch machen. Ja, und jetzt kann man so hier Zettel hinlegen. Und dann kannst du hier malen. Wir sitzen und warten auf MRT. Ja, tatsächlich gibt es hier, sind wir nicht die Einzigen, die zu MRT gekommen sind, um diese Uhrzeit. Ich bin so müde. Ja, wir haben jetzt 21 Uhr. Ja, ne? Wir warten ganz gemütlich. Da brauchst du keine Angst haben. Da wartet jemand auch noch für hier. Leben ist da in der 2. Ja, ne? Ich bin heute gar nicht gelaufen. Nee, ich habe die Uhr auch spät angezogen. Mich die ganze Zeit angehabt. Ja, ja, ja. Ne? Bisschen Zeit vertreiben. Kein Internet. Hm? Ja, auch kleine Kinder, ja. Komm, wo bist du? Ja. Jetzt ist hier dunkel überall. Wir gehen jetzt raus. Komm, wir machen jetzt Desinfektionsmittel. Mama hat auch gefasst. Komm. Oh, hier ist frische Luft. Wirklich viel, viel besser. Ja. Sehr gut. Ja. Bericht wird zugefaxt, was gut ist. Montag können wir den Termin lassen. Anna, komm, gibst du mir Hand. Und dann, ja, wird alles gut. Also, beziehungsweise, was heißt gut? Gut wird nichts. Ich denke, da kommt schon auf jeden Fall was raus. Aber zumindest, das kann dann behandelt werden. Der Leni. Weil der arme Leni, der kann... Sie kann wirklich gar nicht mehr aushalten, so alles weh tut. So, meine Lieben, schmink mich jetzt ab. Ich bin so wirklich so kaputt heute. Also ich bin immer kaputt, ja, ich weiß, ich jammer immer. Naja, ich jammer nicht, ich nehme euch halt mit und dann sage ich, so sieht es aus, Leute, heute bei mir. Ja. Aber das war ein langer Tag heute und sehr, sehr viel gemacht, ne? Und dann war ich ja sehr müde und schon unkonzentriert.
dann in den Krankenhaus, ja, und bin auch froh, dass wir das jetzt haben machen lassen, endlich. Ein guter Arzt, der das auch erkannt hat, ne? Und dann werden wir einfach bis Montag jetzt noch abwarten. Und ja, werden wir dann weitersehen, ne? Wie was ist. Aber ich fand das richtig cool, dass da, ne, das ist sowas, dass die Möglichkeit besteht, sowas zu machen, so eine Untersuchung. Noch so spät, ne? Und wie gesagt, richtig cool. Ich muss mein Dings holen. Ja. Müssen nur noch ein bisschen warten. Ich habe noch aufgeräumt. Eine Waschmaschine habe ich ja vor der Arbeit angemacht. Autsch. Und Rest habe ich noch, also noch eine Waschmaschine hatte ich angemacht, als wir gekommen sind vom Krankenhaus. Jetzt ist es im Trockner. Ja. Hab Ordnung gemacht, ne? Wahnsinn. Ich stelle den Kinderwagen morgen hier draußen, weil es regnet hier nicht. Stelle ich raus zum Verschenken. Dann hoffe ich, ist der einfach weg. Und ja, dann habe ich Platz auf jeden Fall. Ja, und der Rest, ja, räume ich dann noch weg. Ich kann jetzt nicht verraten, worum es geht. Das ist so, ne? Bleibt noch so ein bisschen spannend. Wie gesagt, wissen nur ein paar Personen. Zwei Personen wissen, warum es hier geht. Aber ansonsten bleibt es geheim. Ja. Nicht schlimm. Morgen, übermorgen. Das werdet ihr dann auch erfahren. Und dann ist gut. Dann ist das Geheimnis gelüftet. So, ich muss noch Boden wischen und so weiter. Morgen. Ich mag das nicht, wenn die Schminke, dann kennt ihr das. Naja, was habe ich hier irgendwie? Das stört mich. Ja. Oh. Einkaufen müssen wir noch morgen. Also morgen ist Freitag, ne? Einkaufen. Ich muss noch Boden wischen, Bäder putzen. Aber mein Mann hilft mir dabei. Ich habe meine Periode bekommen. Oh, so ätzend. Und vor allem voll, um einiges früher. Das ist auch total, total komisch. Weil ich hätte am 3. November meine Periode kriegen sollen. Da habe ich jetzt 24. bekommen. Oh, ich weiß nicht, vielleicht vom Stress einfach und so weiter, ne? Wie gesagt, keine Ahnung. Ach, Haare lasse ich noch so. Morgen wasche ich dann die Haare. Ein Bad wäre jetzt schön, einfach ein Bad zur Erholung. So, relaxen, ein schönes Glas Wein. Ich trinke halt kein Wein, ja. Cocktail trinke ich gern, wenn so. Besonders im Urlaub ist das richtig cool. Ja, meine Lieben, ich plaudere euch jetzt nicht voll. Es gibt ja auch nichts mehr zu erzählen. Wir gehen jetzt schlafen, umziehen, Zähne putzen und ja, morgen früh aufstehen und ja,
Ich werde gucken, ob ich morgen vlogge oder nicht. Oder ich widme das Ganze unserem Geheimnis. Ja, und wir haben Wochenende und dann Montag, ja. Spätestens Dienstag, Mittwoch wisst ihr Bescheid, was die Xenia verheimlicht hat. Dann erkläre ich auch warum und dann erkläre ich auch, ja, wie es halt weitergeht. Ja. Wünsche euch, Anna guckt Tom und Jerry noch, wünsche euch alles Gute, gute Energie, positive Energie und gute Laune, Gesundheit natürlich. Ja, liebe Leute um dich herum, das ist sehr, sehr wichtig. Sonnenschein hier drin im Herzen. Ja, und dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Startet schönes Wochenende. Viel Spaß euch. Es soll ja auch eigentlich gutes Wetter sein. Wie gesagt, ich bekomme Besuch von meinem Mann. Die Cousinen kommen, also zwei Schwestern und eine kleine Tochter. Ja, freue mich darauf, ein bisschen abzuschalten, ein bisschen... meine Augenringe, um ein bisschen auf andere Gedanken zu kommen. Die Leonie freut sich auch. Also wir alle freuen uns riesig. Ja, ne? So. So. Ist wirklich schwer, nicht zu erzählen. Aber ich habe eigentlich gar keine Kraft dazu. Na gut. Bis morgen und bis zum neuen Video, beziehungsweise, nein, seht ihr, ich bin schon wieder ein bisschen plemplem. Bis Montag, beziehungsweise, ich muss noch klären mit meiner liebe Laila, weil ich ja jetzt Samstag und Sonntag kein Video rauslasse, ob mein schönes Video mit Wanderpaket, Xenia, seht ihr, ich bin müde, ich muss Feierabend machen, ihr auch. Das perfekte Dinner, das perfekte Promi, das perfekte YouTuber-Dinner, Xenia, YouTuber-Dinner, eine mega, mega klasse Idee von unserer liebe Laila, also Hut ab, einfach cool. Ja, ich wäre dann am Sonntag dran, da werde ich nochmal mit ihr privat schreiben. Wenn war es, ist kein Problem, lasse ich auch. Das ist, war ja geplant. Ich habe mich jetzt so unentschieden, dass ich Samstag und Sonntag, vielleicht kommt es dann am Montag zuerst direkt raus. Und ansonsten, ja, kommt am Sonntag, wie gesagt, oder eben Montag. Falls was ist, werdet ihr merken, ob die Xenia dann eben Sonntag oder Montag ein Video rauspostet. So, tschüssi. Thank you.